Videos über eure Praxis der chinesischen Medizin gesprochen und du bist ja auch die Initiatorin des spirituellen Erotikprojektes Tempel der Orchidee. Die chinesische Medizin ist weltweit bekannt für Potenzmittel und viele Männer haben ja mit dem Stehvermögen ein Problem. Was empfiehlst du? Aus chinesischem Kaisermädchen haben wir eine sehr, sehr gute Rezeptur extra für Potenzproblem, ne? Heißt auch Potenztonika. Die chinesische Begriff heißt Nanbao-Tonikum. Ne? Nanbao heißt Schatz für Männer. Ne? Und versuchen, das ist von der Ursache dieser Störung, das wieder zu beseitigen. Die chinesische Medizin steht ja auch in einem relativ schlechten Ruf, weil unter anderem ja auch Tiere, die unter Artenschutz stehen, dafür getötet wurden. In früherer Zeit schon, weil das damals gibt gar keinen Artenschutz. Weil ganz vor 1000 Jahren oder früher, ne, das ist Tier noch sehr viel. Aber dadurch, dass die läufende Zeit, dass immer dieser Raubbau, ne, dass sie total Tier extrem getötet, nur um bestimmte Mittel zu herstellen. Und insofern, dass sie diese Disharmonie, ne, Natur, mit Tier in einer Einklang ist total gekippt, ne, diese Disharmonie. Insofern, dass sie bei uns, wir sind Daoismus, ne, und auch diese Harmonie für uns geht sehr, sehr wichtig, nicht nur uns mit unserem eigenen Körper, sondern auch mit Natur, mit Tier. In dieser Mitte haben wir auch gar keine Tierprodukte. Ne? Und dann aus Jinfeng, chinesische Kaisermedizin, diese Potenztonikum, das ist rein pflanzlich. Ne? Das ist sehr, sehr ausgesucht, sehr edle Kräuterrezeptur aus 5000 Jahren. Ne? Natürlich, wenn Leute dieses Problem haben, dann haben wir auch eine wunderbare Mittel zur Verfügung. Aber wieder Thema zurück zu den Vorbeugen. Ne? Das ist total wichtig. Wir müssen nicht warten, bis dieser Tag kommt, ne? Und dann aus die Hilfe rufen, sondern vorher, wenn du genau die Prinzip von chinesischen Mädchen verstehst, ne, dann kannst du mir besser, das ist vorher schon bewusster, dass sie zu legen, ne? Und dann von diesen Samen, chinesisch heißt Jingchong, heißt Essenz, Chong heißt Würmer, ne? Das ist eine lebendige wie heißt das? Die Organismus. Organismus, genau. Aber wurden von Deutschland übersetzt Spermien. Ne? Das ist so, ich manchmal bewundert, wie kann das ist so dumm übersetzt. Natürlich, wenn solche Übersetzungen kommen, die viele Männer unterbewusst, ja, das ist mein Körper nicht mehr brauche, ne, ich schieße das raus, vielleicht für meine Gesundheit sogar auch fortlich. Das stimmt überhaupt nicht. Diese Samen kommen einfach produziert aus unserer Niere Energie. Ne? Jedes Mal, wenn du Orgasmus kommst, das gibt 200 Millionen solche, die kleinen Samen auf einmal rausgeschissen. Überlegst du mal, wann du bist du diese 200 Millionen diese Samen noch produziert, wie viel muss deine Niere noch mal zu arbeiten, ne? Das, um das zu produzieren. Das ist, wenn du weißt, diese Energie konnte überhaupt nicht verloren, ne? Das kommt aus deiner Lebensenergie. Insofern, wenn Männer zum Beispiel 20 bis 30 oder bis 40, da aus deiner Lebensenergie wieder immer noch, dass sie die Stärkste überhaupt, du kannst sowas noch leisten. Aber wenn du über 40 und dann nach 40, über 40, da schon deine Lebensenergie schon immer mehr runtergebaut, runtergeschaltet. Ne? Und dann, wenn du noch solche Intensivsex und mit Schießen, ne, jeden Tag vielleicht ein paar Mal andauert, ne, das ist so deine Lebensenergie, so wie eine Öllampe, diese Öl langsam geht immer mehr weniger, ne, immer mehr weniger, irgendwann die Kette wieder aus. Ne. Das ist einfach Prinzip von chinesischen Medizin. Insofern wichtig, dass sie gerade durch sexuelle Übung, ne, diese sexuelle Magie zu beherrschen, dass sie für Männer ist eine Art, diese kostbare Samen, dass sie ein bisschen mehr, dass sie so ein bisschen zurückhalten kann.
Und zweiter ist durch eine Mitte zu helfen. Bei uns chinesisch Kaisermädchen haben wir eine Tonika, ne? Auch von verschiedenen so ganz edlen Kräutern gemacht, extra für die Niereaufbau, Essenzaufbau. Und diese Medizin, wenn du das immer einnimmst, ne? Dann hast du eine Sicherheit, wenn du diese Spiritualrichtung nicht so weit entwickeln, das konnte nicht richtig halten. Trotzdem, du hast eine Sicherheit für dich. Ne? Durch Kräuter wiederum hilft dir diese Niereessenz wieder reinholen aus Kräuter. Ne? Auf jeden Fall, dass es so empfohlenswert. Ja, aus meiner Massage Gast viele Männer ist 45 Jahre alt, aber sieht so wie 65, ist total veraltet, ne? Durch diese ungesunde Sexualität und dann zu viel, das ist so geschossen. Manche sieht wirklich, Essenz ist total wassig, ist kaum irgendwas die richtige Farbe, ne? Das heißt, das ist schon so veraltet, die Körper, und da konnte auch überhaupt nicht nachproduzieren, diese Essenz, ne? Ja, das ist schon ein sehr, sehr ernstes Thema. Auf jeden Fall für solche Männer, ich werde sehr stark empfohlen, dass sie diese Niereessenz-Tonikum aus chinesisch Kaisermedizin dazu einnehmen. Ne? Und soweit, wenn du spiritual noch nicht so weit entwickeln, du konntest überhaupt nicht deinen Samen richtig zurückhalten. Ne? Mindestens, das ist eine Sicherheit für dich. Und dann haben wir noch eine Niere-Tonikum, heißt Dabuyan-Tonikum, übersetzen Großquellenergie-Tonikum. Das baut extrem, das ist diese Lebensenergie auf. Wiederum, das ist für Niere ist total wichtig. Ne? Welche Tonikum das ist für dich geeignet, ist immer individuell. Sofern die Leute diese Richtung, Männer besonders, ne, diese Richtung mangelhaft ist, werden ich schon sehr stark empfohlen, einmal bei unserer Praxis melden, ne, dort genau eine Untersuchung zu machen. Ne? Ansonsten, dass ich diese Grund, diese Wissen, das ist schon jeder Mensch muss auch das wirklich ein bisschen zu verstehen, dass er für Gesundheit zur Erhaltung, ne, ist wirklich sehr wichtig.